Weg da. Ich muss jetzt noch eine E-Mail an Lara schreiben. Gemäldediebstahl. Ich kann dich auf dem Handy einfach nicht erreichen. Lara, ich brauche dringend deinen Rat. Weil er es für keine richtige Spur hält, kann ich damit nicht zu Ostankovic gehen. Bitte melde dich doch. As soon as possible. Oh mein Gott. Ja, ja! Wetten, Sie geht jetzt ran. Tut mir leid, Max, ich habe im Moment keinen Internetzugang. Ich habe gerade eine E-Mail-Benachrichtigung auf meinem Handy bekommen. Gibt es irgendwas Wichtiges? Könntest du mir bei einem Problem hier weiterhelfen? Ich habe eine interessante Spur, aber ich weiß nicht, an wen ich mich damit wenden soll. Eine Spur? Was für eine denn? Ich muss herausfinden, was bestimmte ziemlich merkwürdige Symbole bedeuten. Da hast du aber Glück. Nicht weit von der Haltestelle Moskau gibt es eine Privatbibliothek. Sie ist direkt am Zagorodny-Prospekt. Unterhalte dich dort mit dem Bibliothekar darüber. Wenn du ihm sagst, dass ich dich geschickt habe, dann sollte das kein Problem sein. Großartig. Ich wusste ja, dass dir bestimmt was einfällt. Tut mir leid, aber mein Taxi ist da. Ich muss gehen. Bis dann. Ja. Also, wir erkunden immer mehr das schöne Moskau. Gut. Wird doch langsam Zeit, dass du mir zeigst, wo man echten russischen Wodka herbekommt. Also wirklich, André. Wir haben gerade einen armen Kerl ins Gefängnis gebracht und einem kleinen Mädchen die Familie zerstört. Wie kannst du da nur an Saufen denken? Na? Gibt es noch bessere Gründe, daran zu denken? Also ich bin nicht auf eine Sauftour aus. Wir gehen in eine Bibliothek. Ist wohl immer noch besser, als mir die ganze Zeit beim lieben Tantchen den Hintern breit zu sitzen und russisches Fernsehen zu gucken. Aber heute Abend gehen wir aus, das musst du mir versprechen. Na gut, wenn es sein muss. Gebongt. Dann bringen wir diese Bibliotheksnummer mal hinter uns. Wer ist denn dein liebster russischer Autor? Dostojewski? Tolstoi? Gorki. Oder doch eher Gorki? Ach, halt die Klappe, André. Was ist es für ein Gefühl, all der Verantwortung den Rücken zuzudrehen und nur nach der Nummer 1 zu suchen? Pass nur auf, dass du nicht eines Tages wie deine Opfer heute endest. Denk daran, es fehlt gar nicht viel und du sitzt selbst hinter Gittern. Was sollte das jetzt? Merkwürdig. So, schwarzer Bildschirm, du kennst dich jetzt mal langsam. 7.30 Uhr, Mittwoch, Petersburg, Russland. Na gut, es ist nicht mehr 7 Uhr, jetzt ist es schon mittlerweile. So, schneller. 11:30. Ah, jetzt sind sie in der Telefonzelle, Fahrgast. Noch irgendwas? Ich frag den Fahrgast mal. Sie. Vielleicht weiß der Fahrgast ja was. Sehr unwahrscheinlich, aber egal. Hallo? Dann nicht. So. Anschlagtag. Da muss aber was Wichtiges stehen. Einige der Anzeigen sind wirklich lustig, aber ich sehe leider nichts, was für mich von Interesse wäre. Da hängen ein paar Anzeigen und Nachrichten dran. Schön, ich gehe jetzt aber in die Bibliothek. Es ist geschlossen, gehen Sie! Das hier ist keine öffentliche Bibliothek. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Max? Das ist die Adresse, die Lara mir gegeben hat. Gefällt mir aber ganz und gar nicht hier. Wir sollten hier besser wieder verschwinden. Spürst du es denn nicht auch? Dies hier ist keine Bibliothek, sondern ein Mausoleum. Hör bitte auf, mir dauernd Angst einzujagen. Du hörst dich fast schon an wie Laras Tante. Und wenn dir das hier vorkommt wie ein Mausoleum, dann bist du offensichtlich noch nie in einer richtig alten Bibliothek gewesen. Hallo, hören Sie mich? Gehen Sie bitte wieder. Ich muss sonst die Polizei rufen. Tut mir sehr leid, wenn ich Sie störe, aber ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Mach doch, was du willst. Wenn du mich brauchst, ich bin in der Leseecke. Da hinten riecht es wenigstens nicht ganz so moderig. Wie kann man hier nur arbeiten? Du kennst wohl nicht sehr viele Bibliothekare, was? Die lieben solche Orte wie den hier geradezu. Tja, egal, ich muss jetzt zu dem schönen Mann. Nein, nicht ins Studienzimmer. Jetzt holt er gleich noch die Polizei. Und da hab ich ganz und gar keinen Lock. Sie wissen schon, dass das hier keine öffentliche Bibliothek ist, oder? Mein Name ist Durand und der Kerl, der da gerade ihre Sammlung bewundert, ist mein Bruder. Wir kommen auf Empfehlung von Lara Svetlova.
Ein schlaues Mädchen, diese Lara. Sie wird es noch sehr weit bringen. Wenn sie sie geschickt hat, dann sind sie natürlich willkommen. Was kann ich für sie tun? Mein Anliegen wird Ihnen bestimmt etwas merkwürdig erscheinen. Dann sind Sie hier genau richtig. Denn das hier ist ja auch eine etwas merkwürdige Bibliothek. Wer würde diese zwei hier aufgezeichneten Symbole als Tätowierung am Hals tragen und warum? Darf ich mal sehen? Hier, bitte. Das sind Mem und Waf. Zwei aramäische oder vielmehr prähebräische Zeichen. Schön. Dann stammen sie also aus dem hebräischen Alphabet. Nicht ganz, mein Freund. Es gibt damit verwandte Zeichen im modernen Hebräisch, aber diese speziellen Zeichen hier würde man nur in jahrhundertealten Schriftstücken finden. Haben sie eine spezielle Bedeutung? Schwer zu sagen. Mem, Waf ist der Wortstamm sehr vieler verschiedener Begriffe. Sie sagen, jemand hatte sie auf dem Hals tätowiert? Darüber muss ich mehr herausfinden. Und ich habe auch schon so eine Idee, womit ich anfangen kann. Aber dazu bräuchte das ich Das kommt natürlich Hilfe. Unerwartet. Sicher, was soll ich tun? Letzte Woche ist ein dünnes Buch reingekommen und ich denke, es hat etwas mit diesem Thema Ganz zufällig. Hier zu tun. Aber wie war doch bloß der Titel? Es kam mit einer der letzten Lieferungen. Irgendwann letzte Woche, denke ich. Aber der Name will mir einfach nicht einfallen. Oh, mein Gedächtnis. Ich erinnere mich noch daran, dass ich den Titel irgendwie missverständlich fand, wenn man die Verbindung solcher Schriftzeichen mit Nordeuropa bedenkt. Am besten, Sie werfen mal einen Blick in den Katalog im Studierzimmer. Wie kann ich Ihnen denn dabei helfen? Die neu hereingekommenen Bücher stehen auf den obersten Regalen im Saal nebenan. Finden Sie das Buch und bringen Sie es mir. Ich selbst kann nicht mehr so hoch die Leiter hinaufsteigen, sonst wird mir schwindelig, wissen Sie? Natürlich, ich werde es versuchen. Schön, ab. Was kann ich noch machen? Aus der Bibliothek heraus und das war's, aber ich muss ja ins Studierzimmer. Dum dum dum. Los, schneller. So. Ist das zu fassen? Wer hätte hier je solche Kostbarkeiten vermutet? Was meinst du? Hast du etwa Tomaten auf den Augen? Siehst du die zwei blauen Bände dort drüben? Warte mal. Das ist Kipling. Ende 19. Jahrhundert. Sehr wertvolle Stücke. Die sind bestimmt 5 oder 6.000 Dollar wert. Ich glaube, ich sehe mich mal ein wenig um. Jetzt nicht. Wieso? So, soll ich... Na, hast du schon was herausgefunden? Vielleicht haben wir Glück und der Bibliothekar hier kann uns helfen. Aber zuerst muss ich ihm ein bestimmtes Buch bringen. Ja, viel Spaß, ne? Was kann ich hier denn so alles machen? Wow! Wenn du kannst träumen, doch kein Träumer werden. Nachdenken und gleichwohl kein Grübler sein. Wenn dich Triumph... Ja, erzähl schon weiter... André, Artierung, wahrscheinlich irgendwas, damit ich die Leiter machen kann. Linkes Regal, da gucke ich jetzt rein. Hör mal, Max, wir bestiegen das Schiff, betraten dort das Badezimmer Buch. Und befreiten dort den Es sollte ein dünnes Buch sein. Das hier passt nicht auf die Beschreibung. Ob es das hier ist, könnte schon sein. Nein, ich sammle jetzt erstmal alle Bücher ein. Ich sollte besser nach dünnen Büchern Ausschau halten. Jetzt muss ich nur noch nachsehen, ob ich das richtige Buch habe. Ich finde sicher noch andere Stellen. Jetzt muss ich nur noch nachsehen. Einen ganzen Stapel. Oh nein, hier gibt's drei Bücher pro Oh, das kann ja dauern. Vielleicht ist das hier. Ja, was kann das denn so? Kann man es auf. Ja. Es hat irgendwas mit Mitteleuropa zu tun und. Will ich nicht? Nein, gar nichts. Gar nichts will ich benutzen davon. Hyman Hurwitz. Eine Arbeit über hebräische Grammatik und Wortherkunft. Katalognummer C4423-162. Schön. Hyman Hurwitz. Nein, das kann es höchstwahrscheinlich nicht sein. So, Buch zurücklegen. Jetzt nehmen wir dieses Buch hier. Das hier schaue ich mir besser mal genauer an. Vielleicht ist das hier ja das Buch. So. Berthold Pürstinger, Onus Ecclesiae. Berthold Katalognummer C4423
Strich 170. Ich habe zwar Latein, aber kein Plan, was das hier übersetzen könnte. Berthold Pürstinger, Onus Ecclesiae. Ja, schön. Katalognummer. Legen wir es auch wieder zurück. So. Und dann haben wir noch das hier, ne? Ob es das hier ist? Ja, könnte. Könnte ne? schon sein. So. Vielleicht SPD. Ist das hier ja das Buch. Balfour Stewart, The Unseen Universe or Physical Speculations on a Future State. Katalognummer C4423-159. Ich habe sehr viel mit hebräischen Sachen zu tun. Ich muss schon sagen. So, erstmal zurücklegen. Und runter vom Regal. Nein. Die müssen wir lösen oder sowas. Dann können wir es auch in die Mitte schieben. Witzig. Die Arretierung ist drin, also steht die Leiter sicher. Ich kann ja, sie zwar hochsteigen. Ach so, jetzt mach sie ab. Schneller, so. Jetzt mittleres Regal. Verschieben. Arretierung wieder festmachen. Hochlaufen. Ins mittlere Regal. Sind das Buch? Vielleicht ja, ist vielleicht. Das hier ja das Buch. Was kann das denn? Vielleicht ist das hier ja. Sir Monier Williams. Histoire Orientale. Katalognummer C4423-157. Ja, Katalognummer. Zurück, so, zurücklegen. Ich sollte das Buch. Da. Das hier schaue ich mir besser mal genauer an. Dödem. Nein, angucken. Vielleicht ist das hier John ja das Buch. John Christopher Stewart. So geht das. John Christopher Stewart. Societas Scania. Die Katalognummer ist C4423-211. Das sieht vielversprechend aus. Gut, dann nehmen wir das jetzt mal mit und gehen runter. Wenn es da nicht ist, dann... Weiß ich nicht, dann bedrohe ich dem Typen und dann macht er das auch. In die Halle, los. Schneller. So. Hatte ich den ganzen Tag Zeit? So. Ich werde den Bibliothekar nicht wegen jedem einzelnen Buch belästigen, das ich finde. Ich sollte sie zuerst mal anhand des Katalogs selbst Katalog, überprüfen. Oder? Nein. Ab ins Studierzimmer. Und? Ist das hier ein Katalog? Ja. Sigmund Freud über den Traumkatalog. Das war nicht so gut. Stuart, die Katalog, das sieht vielversprechend aus, genau. Eine historische Abhandlung über verschiedene Sekten und okkulte Bruderschaften in skandinavischen Ländern. Das Katalog passt. Katalognummer C4423-211. Ja. Schön. Onus Ecclesiae, nein. Pistole, Buch von hier im Kurzwitz. Irgendein Buch. Nein, warte mal. Nein. The Religion of... Ach, scheiß drauf. Ich nehme jetzt das Buch mit und wenn das dann nicht möchte, dann halt nicht. So. Ich werde den Bibliothekar. Ich werde den Bibliothekar nicht. Ich hab doch jetzt nachgeguckt. Er sieht nicht sehr gesund aus. Die Sorte kenne ich. Die Bibliothek ist ihr ganzes Leben und sie kriegen so gut wie nie die Sonne zu sehen. So möchte ich auch nicht. Und das ist jetzt zwar kein gutes Ende, aber ich mach trotzdem aus. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.
Und ich sag bis dahin Tschüss.